Durchsuchung in Münchner CBD-Shops. Willkommen zur Sondersendung von CAE-TV. In München sowie im Landkreis Ebersberg, im Landkreis Dachau haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mehrere CBD-Shops durchsucht. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München wurde am Donnerstag am 11.04. ab 10 Uhr eine gemeinsame Durchsuchungsaktion der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums durchgeführt. Wegen Rauschgift, Kriminalität und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz im Rahmen des Ermittlungsverfahrens Hanf. Am frühen Donnerstagnachmittag seitens der Exekutive wurde dieses hier bekannt gegeben und wir haben das jetzt für euch aufbereitet. Es wurden also mit mehr als 180 bayerischen Polizeibeamten, 180 und 11 Staatsanwälte haben demnach 17 Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt 9 Beschuldigte in der Landeshauptstadt München und Umkreis vollzogen. Ja, ebenso wie 11 Durchsuchungsbeschlüsse im Landkreis Dachau. Die Staatsanwaltschaft München teilte am Donnerstag einige Details zu den Hintergründen mit. Seit Ende des Jahres 2018 häuften sich beim Kommissariat angeblich mehrere Fälle, bei denen Beschuldigte, darunter auch Minderjährige, mit Cannabisprodukten aufgegriffen wurden und angeblich im Rahmen ihrer Vernehmung angaben, dass es sich hierbei um ein ihrer Ansicht nach legales CBD-Produkt handele, das sie in verschiedenen Ladengeschäften in München erworben hätten. Ob das jetzt nur die Aussage war und das stimmt, weiß allerdings keiner. Da der Wirkstoff Cannabinol kaum psychoaktiv ist, unterliegt er nicht dem deutschen Betäubungsmittelgesetz BTMG. Das BTMG enthält in der Anlage 1 eine Ausnahme, die die Produktion von CBD-Hanfprodukten ermöglicht, wenn die Pflanzen höchstens einen THC-Gehalt von 0,2% enthalten. THC. Also unter gewerblichen oder wissenschaftlichen Zweck des Verkehrs ein Missbrauch des Hanfes zu Rauschzwecken ausschließt. Aufgrund dieser Ausnahmebestimmung soll es möglich sein, den Rohstoff Hanf zu rein industriellen Verwendungen zu erschließen, also zum Beispiel Kosmetikprodukten. Ja. Genau deshalb müsste der gewerbliche oder wissenschaftliche Zweck auch beim Käufer des CBD-Hanfproduktes vorliegen. Wie die Staatsanwaltschaft München weiter erläutert, nicht von Ausnahmeregelungen erfasst ist insbesondere der Ankauf zum Eigenverbrauch, wie er in den Ladengeschäften und Online-Shops durchgeführt wurde. Beim Verkauf von CBD-Produkten, die THC enthalten, unabhängig von der Höhe, machen sich Verkäufer und Käufer gleichermaßen strafbar. Bezüglich eines in München ansässigen Online-Shops ergab zudem, dass ein Laborgutachten, das in einem Produkt eine Konzentration von über 0,2% enthalten ist. Darüber hinaus ergab die Untersuchung von angebotenen CBD-Ölen, dass diese aufgrund der Darreichungsform und dem hohen Wirkstoffgehalt ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel darstellen, sodass ein möglicher Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz AMG vorliegt. Ja. Den neuen Beschuldigten werde seitens der Staatsanwalt gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmittel vorgeworfen, 2 von ihnen darüber hinaus auch die gewerbsmäßige Abgabe an Minderjährige. Wir halten das für völlig überzogen, völlig hirnrissig und wir möchten, dass ihr euch an dieser Petition beteiligt, die Hanfbar rausgebracht hat. Schaut bitte unter Hanfbar Petition, beteiligt euch. Wir dürfen uns das hier nicht länger gefallen lassen, dass hier jetzt auch noch auf CBD Angriff genommen wird. Hanf gehört zu unserer Freiheit. Bis dahin alles Gute, Baba.